Ein Skandal. Es gibt Menschen, die gehen trotzdem zur Arbeit, obwohl sie heftigste Schmerzen haben, sich richtig unwohl fühlen, Schmerzmittel zum Teil nehmen und sogar bluten. Diese Menschen haben ihre Periode. Und sie müssen trotzdem ein bis zweimal im Monat zusehen, dass sie irgendwie weiter gesellschaftlich funktionstüchtig bleiben. Was sich total unfair anhört, ist es auch. Deswegen haben einige wenige Länder den sogenannten Periodenurlaub eingeführt. Das letzte Beispiel ein europäisches Land, Spanien. Aber was genau hat es mit dem Periodenurlaub auf sich? Was gibt es für Vorteile? Was gibt es vielleicht auch für Nachteile? Das besprechen wir in diesem Video. Nochmal. Unterleibschmerzen, Krämpfe, Rückenschmerzen, Unwohlsein, Kopfschmerzen, Übelkeit und Blutverlust. Das sind nur einige wenige Symptome der Periode. Und es fällt auch gar nicht so schwer, sich vorzustellen, selbst als Mann, dass man mit solchen Problemen nicht mehr so wirklich effektiv und produktiv an der Arbeit oder an der Schule oder wo auch immer teilnehmen kann. Warum eigentlich nicht so derzeit zu Hause bleiben? Das nächste Problem ist natürlich, man will sich ja auch vor den Kolleginnen und Kollegen nicht jeden Monat die Blöße geben und sich krank schreiben lassen, weil man die Periode hat, weil vielleicht die Kollegin X das nicht so schlimm hat wie die Kollegin Y. Wäre es da nicht eine tolle Möglichkeit, sich ärztlich attestiert, 3 bis 5 Tage pro Monat einen sogenannten Periodenurlaub aufschreiben zu lassen? Dieser Urlaub kann entweder bezahlt oder unbezahlt sein, je nachdem, in welchem Land man lebt. Was in Sambia, Japan, Taiwan, Indonesien und jetzt auch als erstes europäisches Land in Spanien gang und gäbe ist, ist für die anderen Länder noch völlig undenkbar. Ein weiteres statistisches Problem ist die Erfassung von den Menschen, die unter der Periode so stark leiden, dass sie eigentlich nicht erwerbstätig sind, weil es ist ja immer noch ein Tabuthema. In vielen Ländern ist es sogar noch etwas Unreines. Hier gehen die Studien extrem auseinander. Wo in den USA gesagt wird, jede 5. Frau hat so stark einschränkende Schmerzen während der Periode, dass sie eigentlich nicht erwerbstätig ist, ist es in Deutschland zwischen 30% und 80%. Andere niederländische Studien sagen, ja, nee, so 10% bis 20% ist wahrscheinlich die Wahrheit. Unterm Strich, es gibt Menschen, die leiden sehr stark unter der Periode. Sie können eigentlich nicht arbeiten. Und bei den 10% bis 20% liegen wir schon bei der Statistik, die eigentlich für Endometriose-Betroffene gilt. Und von welcher Studie wir jetzt auch immer ausgehen wollen, 80% dieser Menschen sagen, sie können eigentlich nicht so produktiv arbeiten und nicht so effektiv arbeiten während der Periode, wie sie es außerhalb der Periode könnten. Und hier wird natürlich das Stimmengewirr groß. Macht es überhaupt Sinn, einen Menschen an den Arbeitsplatz zu setzen, wenn dieser Mensch nicht effektiv und produktiv arbeiten kann, vielleicht sogar Fehler macht und ihn stattdessen einfach 1, 2 oder 3 Tage zu Hause zu lassen? Ist der Verlust also an Produktivität nicht eigentlich höher als der Verlust der Arbeitskraft für 1 bis 2 Tage? Und anfangs erwähnt, es gibt Personen, die fahren sich morgens erstmal 1, 2 Ibuprofen oder andere Schmerzmittel rein, um überhaupt arbeiten zu können. Wäre hier nicht auch die Überlegung, dass wir diesen Schmerzmittelbedarf reduzieren und auch Kosten sparen könnten, weil man diese Person einfach zu Hause lässt, wo ja nachweislich die Schmerzen auch erträglicher sind, weil man mehr Ruhe hat, keinen Stress hat, die Beine mal hochlegen kann, schlafen kann und auch natürlich die Wärmflasche mal draufpacken kann? Das sind viele Argumente, die für diesen Periodenurlaub sprechen. Nun gibt es aber auch Kritikerinnen und Kritiker, die sagen, boah Leute, passt mal auf, wenn wir jetzt einen Periodenurlaub einführen, dann sind ja die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber eigentlich sehr daran interessiert, nicht mehr die weiblichen Fachkräfte einzustellen, sondern nur noch die männlichen Fachkräfte. Denn die fallen ja nicht aus. Oder ich gebe den weiblichen nur den Teilzeitjob und den männlichen Bewerbern gebe ich dann einfach die Vollzeitstelle. Der zweite Kritikpunkt ist natürlich der Begriff Periodenurlaub. Suggeriert das nicht, dass man zu Hause mit seinen Periodenbeschwerden in der Hängematte liegt und einen Cocktail schlürft? Das ist sicherlich nur eine Begrifflichkeit, die sollte oder müsste man vielleicht noch ändern. Im Englischen heißt es übrigens Menstrual Leave, was sehr viel neutraler ist und eben auch nicht zu einem verschmitzten Lächeln bei den Kolleginnen und Kollegen führt, weil gerade jemand Periodenurlaub hat. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass man ja eigentlich die Frau mit ihrer Periode aus der Stereotypie rausholen möchte und auch die Menstruation aus der Tabuecke holen möchte und ob das nicht auch weiter befeuert wird, wenn man diesen Menstruations- oder Periodenurlaub einführt. Ob das nicht weiter sogar stigmatisiert, anstatt zu enttabuisieren. Die Kritikerinnen und Kritiker haben also Befürchtungen, dass aus einem Periodenurlaub auf einmal wieder eine getriggerte Periodenscham wird, was ja dem ganzen Thema nicht mehr gerecht wird, weil wir das Thema Menstruation, Menstruationsbeschwerden eben aus dem stillen Kämmerchen holen wollen und an die Öffentlichkeit tragen wollen.
Was aber feststeht in Studien, dass sich die Personen, die einmal pro Monat eben mit diesen Schmerzen und den Blutungen zu tun haben, mehr Flexibilität wünschen würden am Arbeitsplatz zu Zeiten der Periode. Jetzt kannst du mir mal in die Kommentare schreiben, was du denn vom Periodenurlaub hältst. Findest du das eher gut oder hast du auch eher die kritischen Befürchtungen, dass hieraus wieder eine Periodenscham entsteht? Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, sind Periodenschmerzen überhaupt normal oder stimmt hier generell was nicht? Da kannst du dir das Video hier oben einmal angucken und wenn dich die Endometriose ein Stück weit getriggert hat und möchtest mehr erfahren, darfst du das Video hier unten einmal anklicken und ganz wichtig ist natürlich, dass du nicht vergisst, diesen Kanal zu abonnieren.